Tattoo Studios sind nun verfügbar bei hol dir dort ein paar neue Fütterungen für deine Haut. Speak. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Muss ich jetzt Ron bestrafen? Oder muss ich doch zu C wie Chang fahren? Vorher würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt noch das Fragezeichen vor. Chang. Das dort wäre. Aber da ich da nicht zu Fuß hingehen will, nehmen wir uns hier doch direkt den nächsten Wagen hier. Den kleinen Bus hier. So. Dich brauchen wir nicht. Weg damit. Und los geht's. Hier rum, ich hoffe, wir kommen hier rum. Ach doch, das klappt. Das klappt. Hier so eine kleine Landzunge. Nehmen wir die als Abschluss. Yeah! Das ist schön. Und von hier direkt wieder auf die Straße. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf uns wartet. Also ich glaube, die Missionen werden jetzt sukzessive immer verrückter. Also wenn man mit Trevor spielt, ich glaube, da kann nichts gut werden. Zumindest für die antagonistische Partei. Ja. Oh! Jetzt reicht's. Yeah, yeah, yeah! Richtig Schnauze voll. So. Dein Kollege ist, glaube ich, gerade beim Auffahrunfall gestorben. Und weiter geht's. Das musste gerade leider erledigt werden. Geh nicht an. Auch wenn die Kuhlerei mich jetzt verfolgt. Man muss ab und zu auch handeln. Oh. So. Jetzt haut schon ab, Jungs. Ich will eine Mission erledigen. Hä? Die suchen mich, glaube ich, eh nur auf den Hauptstraßen, oder kommen die bis hierher? Oh oh. Oh oh, ich glaube, sie kommen. Die wissen, wo ich bin. Oh. Dämmert schon wieder und sie wissen, wo du steckst. Nein! Sie haben mich verloren. Das heißt, ich kann jetzt hoffentlich auch das Fragezeichen machen, oder kann ich das jetzt nicht mehr machen? Oh, oh. Wie bitte? Geht das da nicht mehr? Tatsache. Geht dann anscheinend nicht, wenn man verfolgt wurde? Oder was auch immer das so bedeutet. Wo sind wir eigentlich? Ah, okay. Wir sind relativ weit im Norden. Na gut, dann nehmen wir die T-Mission. Mr. T nehmen wir uns jetzt zur Brust. Wenn wir denn nicht mehr in der Lage sind, uns mit dem Fragezeichen zu begnügen. Schade, ne? Du hast dich so sehr darauf gefreut. Ah, das war wie ein zweiter Geburtstag für dich. Ja, ich dachte, was kommt jetzt hinter dieser Fragezeichen-Mission? Aber, nein. Ich hab's mal wieder verkackt. Janisch kommt. Wie immer, ich hab's verkackt. Ja, Corando, du bist kann man die Vögel von mir holen? Zum Verkacken jawohl geboren worden, ne? Kann man die jetzt essen? Ah, wo ist er? Ah, weg. Nee. Oh, was soll's? Gib mir deinen Wagen. Hey! Oh! What the fuck? Oh! Polizei, verfolgt ihn doch mal! Ich wurde gerade überrollt! Irgendwie habe ich gar keine Energie verloren. Das gehört mir. Hey! Was? Wie behandeln die mich? Ich komme da gar nicht drauf klar. Du aber. Hey. Ich glaube, ich bin nicht autoritär genug. Nicht wirklich, mein Lieber. Ich will doch nur einen Wagen haben. Und irgendein fahrbares Gestell. Komm, gib her.
Yo, ein Träger. Wir nehmen den Träger. Was? Dicker Bauer. Susi, ich hol dich mit dem Traktor ab. Du Susi, ich hol dich mit dem Traktor ab. Meine Güte. Ja, was machst du denn den ganzen Tag? Träger fahren, ne? Träger fahren. Aber auch nichts Besseres zu tun. Ah, oh, nein. Ist ja auch das schnellste Gefährt anscheinend hier. Aber Hyperspeed. Wie hätte ich das nur wissen sollen? Guck dir mal die Puschen an. Oh Gott, ey. Ah, oh, nein, 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 nein. Mach's doch mal Sachen. Geht weg. Hyper, hyper, hyper. Soll ich mich aufschalten? Fahr mir nicht im Weg rum. Ich renn's weg. Weg! So. Sterne verschwinden jetzt noch nicht gleich, wenn ich in die Mission eintrete. Niemals. Niemals. Oh. Alter, nein, 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 nicht schießen. Nein! Oh. Niedergestreckt. Trevor Mause. Außer Gefecht. Außer Gefecht. So schnell geht's. Da sind wir gerade in der Nacht gestorben und am Tag sind wir wieder auferstanden. Das ist ja wie bei Jesus. Nur noch viel besser. Und in dem Sinne gehen wir jetzt in die nächste Mission. What's going on, Ron? Ron, was ist los? Here for you. Here Wer for you. Sind die? Who is here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chapped-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, 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 you little shit. Whoa, whoa, whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Boah, mit was gehen wir uns hier überhaupt ab? I gotta swing my ammunition. Da sind Freaks, ne? Check it out. Yo, hier, Ron, die Quad-Bande. Direkt drauf. Ich wollte den blauen haben. Ey. Na gut, dann los zur Ammunition. Da sind Freaks, ne? Ron, ich hab gesagt, Ammunition. Boah! Huhu! 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 Rum, rum, weg. Come in! Come in! I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? So, ich brauch harte Geschütze. How you feel about brand synergy, huh? TP into... That's the rifle I need. Was? Scharfschützengewehr oder was? Was sollen wir uns überhaupt holen? Hier, komm, nehmen wir das. Nimm das. Gekauft. Noch ein paar Schuss drauf. Zielfernrohr haben wir. Schalldämpfer. Auch noch rauf. Nochmal verbessern. Ey, das PD-Farb schon cool. Yo. So. Das haben wir. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch eine schusssichere Weste mit. Und da wir ja wohlhabend sind, nehmen wir gleich das Beste des Bestens. Und zwar die überschwere kugelsichere Weste. So, die legen wir auch direkt an. Ist hier noch was Schönes? Ein Oberteil. Hm? Hier kommt immer noch einen hässlichen Voltan-Kapuzen-Pullover. Drink brauchen wir nicht. Da würde ich sagen, zurück aufs Quad. Und dann holen wir uns die Typen. Aber zunächst geht es zu Ron. Wo sind wir hingefahren? Ron!
Ron, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out. There's spikers all over this airstrip. Of course there are. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. We are. I'm waiting at the water tower. Ja, ich bin doch auch schon da. Jetzt wie schon von Weitem sehen können. But I do see a hell of a lot of bikers. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? So. I'm up the tower, Trevor. Perfect. The time is right. Gewehr haben wir? Yo. Go on, my son. Jetzt nur noch wissen, wie man schießt. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now relax. So, und was ist meine Mission? The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. Wo? Die Feinde hier vorne, oder? Wo ist er denn? Da lang. Warte mal, ist hier lang gefahren und dann ist er hier abgebogen. Da, dann muss er hier irgendwo an der Ecke sein. Da! Jo, da ist er. Da ist zumindest ein Quad. Hä? Und wo ist er? Da? Hold up! There's a dog standing under the control tower! Schalte den Bike aus. Ah, da. There! You gotta hit him this... Ja, ich hab ihn doch. Hurry it up, Ronnie. Da ist wohl. Shit! I hear an engine! They're gonna see that guy you shot! Was? Maybe if you shoot those lights on the tower, it won't be so obvious. Oh, fuck. So bright! Bin ja schon dabei. There's one. Oh, verdammt, verdammt. And there's the other. Lights off! Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Okay. All fire. We gotta see what he's up to. Okay, okay, verstanden. Trotzdem den Finger immer im Abzug haben. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. He's out. You can put him down. So. You should have seen the look on his face. Hab ich doch. Hab gelacht von das Toll. Take him out. Shit. You gonna take him? Ja, ich bin doch schon dabei. So long, Sailor. Oh no. Oh. Bottom of the tower. Another guy's on his way. Der war mal. There's another guy at the top of the tower. He's probably looking for his buddy. Komm, schieß schon! Nach Land! He's gonna go! Ja, ja! Get your sights back on me, Trev! I'm scared! Ich auch! Please just cover me! Ja, ja! You're in my crosshairs again! There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb! I'm on it! But there's a guy coming out of that building, I think. Wo denn? Ach, der. Der war mal. The guy had a buddy in the building. He's come out. Auch hier. Guy clocked the body. Take him out before Jawohl. He grabs. Schon mal leer. Boah, ich kann meinen Finger langsam nicht malen. I'm a fixing it. Sneak up on me, okay? Natürlich. And watch out for the tank. It'll go up if you hit it. Someone's coming. He's gonna get me before I finish. A bolt from the blue. Can you hear that? Chopper! Incoming! Always hated that chopper. Just fucking drive. You're bikers. It's looking for us, D. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think. Hab ihn.
Alter, Alter. Boah, das war knapp. Du bist ja ein super Sniper. So, und du bist da vorne, ne? Bin schon da. So, was ist los? Gott sei Dank habe ich mir Weste. One dead biker is as good to me as another. Which one of you trashed my model? Wo sind die? What? Gott sei Dank trifft er nicht gut. Nicht, dass wir umso besser. Ja, und dein Kumpel kommt gleich. Studien, jenseits. Schießt doch schon extra mit der Pumpgun, damit die Feuerweite größer ist. Noch mehr. Wow. Gib die Schriftflugzeug. Ah. Endlich. Endlich fliegen. Yo, Alter. Oder auch nicht. Ha. Was? Yo, Alter. Ha? Bitte lass mich jetzt so fliegen. Ja, Trevor, ein Action Hero. Time to see your handiwork, Ronald. Ain't you gonna use some explosives? Da. Klasse. Vor allem voll genug hier. So, jetzt. Wow. Wir wollen auch alles raus, was wir rausholen können hier. Oh, oh, hinter uns. Jetzt ist es soweit. Watch out for the bikers, they're all over you. I told my contact to meet us just off the coast. Hey, there's a biker on the road. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Uh-oh. He's still there. Verdammt! Das Manöver war nicht so gesund. Ja, fliegen ist auch nicht so leicht, ne? Nee. Ist ja noch kein Meister vom Himmel geflogen, ne? So, jetzt folgen wir dem Flugzeug aber. Der andere ist gerade abgefallen. Das haben wir. Das war alles nur eine Illusion, dass er gerade abgestürzt ist. Ja, ne? Ja, ja. Ist natürlich nicht passiert. Okay. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. So, back to you. So, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Or other neighbors. Those in the south are Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Woo-hoo. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh. Yeah. Yeah, sure I was. Unter der Brücke durch dein Boot. It better be. Drop your load. Okay, also es gibt noch einiges zu sammeln dann auch noch im Anschluss. Aber
Aber erstmal gilt jetzt auch die Mission. Military base coming up. Fly low. We don't want to show on their radar. Also hier ist ein Militärstück. Ich versuche. Was ist denn da los? Ah. Wie denn? So? Jawohl, ja. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Ein Rennen? Kann ich doch nur gewinnen. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. So, ich mach das jetzt. Warum sollte ich? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. Würde ich auch sagen, konzentriert euch doch lieber mal aufs Fliegen. Das ist eine ganz schön gefährliche Sache. Und es sieht so aus, als wären wir als erstes da. Nur das Problem ist, nach dem Abflug kommt natürlich auch die Landung. Ich muss probieren, die Kamera auf die Landebahn zu fokussieren. Bringe deine Geschwindigkeit und versuche sanft auf dem Rollfeld aufzusetzen. Ja, gut. Da ist das Rollfeld. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, es positionieren. Das war weg, rauszufahren. Mach ich das gerade? Ja. Drück echt. Wir sind da. Und tot. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt. Boah. Ärgerlich. So, diesmal schaffen wir die Landung aber auch. Jetzt muss es klappen. So, Fahrwerke raus. Jetzt gar kein Gas mehr geben am besten. Und ganz sacht und vorsichtig runter. Ja. Ja, ich hab's, glaube ich, geschafft und damit Ron besiegt. Na. Und jetzt nur das Ding halt in den Hangar kriegen. Was ist da überhaupt rein? Ja. Ja, es passt gerade so rein. Ah, da. So, hat doch geklappt. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate or masturbate or both. So, du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Aha. Zum Verkauf stehen die Immobilien sind mit irgendeinem Symbol markiert und deine gekauft mit wieder so ein Symbol und bla, ja, gut zu wissen bei vielen Immobilien. Ja. Merken wir uns. Das Medical Mariana Evaluation Center.
Jawohl, ja. Gut. Und ich würde sagen, wir haben die Mission Erfolge bestanden. Der nervöse One. Und ich werde jetzt auch erstmal meditieren gehen. Du wirst dann die zweite Option nehmen, denke ich mal. Ja. Und in dem Sinne, liebe Leute da draußen, mit einem kleinen Abschiedsflug verabschieden wir uns beide hier bis in die nächste Aufnahme. Ne? Jawohl. Lieber Christian, genau. Dann begrüße ich euch das nächste Mal hoffentlich hier im Flugzeug wieder, wenn es denn da heißt Let's Play GTA 5! Ja, das war wohl nichts. Das war wohl wirklich nichts. Also dann, liebe Leute, bis demnächst. Tschüss. Meine lieben Zuschauer, dort draußen fern auf euren flimmernden Matscheiben, entschuldigt zunächst erstmal mein Versagen bei der diesmaligen Tonabmischung. Aber irgendwie sollte es bei dieser Folge nicht so recht geklappt haben. Und wie ihr wahrscheinlich gehört habt, wurde der Sound ein bisschen kotig. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet dennoch heute zumindest ein bisschen Spaß und wurdet einigermaßen unterhalten. Wenn das denn der Fall sein sollte, dann würden wir uns natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr uns doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo schenken würdet. Ja, wir würden uns wirklich darüber freuen. Und worüber ich mich natürlich auch noch sehr freuen würde, ist, wenn ihr das nächste Mal wieder mit von der Partie seid, uns verfolgt, wie wir uns hier durch die Welt von GTA 5 schlagen. Also in dem Sinne, meine liebsten, aber auch wirklich allerliebsten Freunde da draußen, bleibt uns gewogen und gehabt euch wohl.